Wir haben uns wieder versammelt, um unsere Pflicht zu tun. Nämlich die Demokratie und die Bürgerfreiheiten für unsere Kinder zu erhalten. Ja, und erneut stehen wir vor einem verdunkelten Dom. Der Dom werde verdunkelt, so hört man aus Kirchenkreisen, um ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit zu setzen. Ja, ich will es noch mal betonen, ich habe es ja schon oft genug gemacht, aber vielleicht hört mich der ein oder andere Kirchenobere. Wer sich selbst nicht liebt, kann auch keinen anderen lieben. Hier stehen keine fremden Feinde, hier stehen Inländer Freunde. Hier stehen Menschen, die ganz selbstverständlich weltoffen sind, die aber Toleranz nicht mit Selbstaufgabe verwechseln. Hier stehen Menschen, die ihre in Artikel 1 unseres hochgeschätzten Grundgesetzes niedergelegte Menschenwürde verteidigen wollen. Und liebe Freunde, liebe Erfurter, liebe Landsleute, das Heimatrecht ist Teil dieser unveräußerlichen Menschenwürde. Dieser Dom ist vor vielen Jahrhunderten, ich will die Zahl jetzt nicht zu konkret aussprechen, weil ich dann die nächste Kampagne am Hals habe, ist vor vielen Jahrhunderten in jahrzehntelanger Arbeit entstanden. Und die Baumeister, die Steinmetze, die Zimmerleute, die haben uns ein gigantisches Gemeinschaftswerk hinterlassen. Und nicht wenige sind bei den gefährlichen Arbeiten ums Leben gekommen. Liebe Freunde, es sind unsere Vorfahren, denen wir den Dom in Erfurt verdanken. Es ist nicht der Dom und es war niemals der Dom der Kirchenfürsten. Es ist der Dom unseres Volkes. Das ist unser Dom! Und symbolisch wollen wir unseren Dom natürlich jetzt in Besitz nehmen. Technik, Licht aus, bitte. Dankeschön. Nach dieser Silvesternacht, meine Vorredner haben es schon angesprochen, ist unser Land nicht mehr dasselbe. Nach Köln liegt offen zutage, dass die Zukunft unseres Landes und unseres Volkes davon abhängt, ob es uns gelingt, die selbstmörderische Politik der Altparteien zu stoppen. Wir, liebe Freunde, die wir hier versammelt sind in Erfurt, wir sind entschlossen dazu. Und in eurem Namen lege ich jetzt folgendes Versprechen ab. Wir werden alles dafür tun, dass der Kulturbruch, der sich vor dem Kölner Dom ereignete, sich vor dem Erfurter Dom niemals ereignen wird. Thank you.
Liebe Freunde, Erfurt, unsere Landeshauptstadt, die steht für ein anderes Deutschland. Ein Deutschland, das selbstverständlich Ja sagt zu seinen Werten, zu seiner Kultur und zu seiner Zukunft. Und ihr wisst, dass es mein Anliegen ist, dass das Anliegen der Mitstreiter der AfD in Thüringen ist, diese Demonstrationen, die wir hier organisieren und die durch euch so unglaublich erfolgreich sind, auszudehnen, zu exportieren aus Thüringen, unsere westdeutschen Freunde zu begeistern, von dieser Art Bürgerwillen zu demonstrieren. Und das tun wir heute auch wieder. Und das werden wir so lange tun, bis die Politik in diesem Land um 180 Grad gewendet ist. Nach Köln weinten und weinen die Altparteienpolitiker dicke Krokodilstränen. Lasst euch bitte, aber bei euch bin ich mir da sicher, aber ich spreche jetzt auch zu denen, die vielleicht noch unsicher sind. Lasst euch bitte keinen Schlafsand in die Augen streuen. Die Altparteien, allen voran die CDU, sind verantwortlich für das Entstehen von Parallelgesellschaften in unserem Land in den letzten Jahrzehnten. Und nur sie sind verantwortlich für die multikulturelle Revolution, die die Geschichte unseres Volkes jetzt beenden soll. Der größte Sandmann, liebe Freunde, der größte Sandmann kommt aus Bayern und er heißt Horst Seehofer. Dieser Politikfunktionär, der ist dort, wo es um das Durchsetzen seiner Machtoption geht, wahrlich ein Willensriese. Aber dort, wo es um die Durchsetzung deutscher Interessen auch gegen den Zeitgeist geht, da ist er ein Willenszwerg. Sandmann Seehofer, der forderte vor kurzem medienöffentlich eine Obergrenze von 200.000 Asylbewerbern. Das könnten wir schaffen, meinte der Horst aus Bayern. Nein, Herr Seehofer, diese 200.000 sind nicht verkraftbar. Wir haben 600.000 nicht abgearbeitete Asylanträge in Deutschland. Wir haben Hunderttausende untergetauchte illegale Einwanderer. Wir haben Millionen Muslimen, die in nicht integrierten Parallelgesellschaften leben. Und aus 200.000 werden durch den Familiennachzug in einem Jahr dann doch wieder 1 Million. Wir schaffen das nicht und wir wollen das nicht schaffen. Hören Sie mal gut zu, Herr Ministerpräsident Seehofer. Ich fordere angesichts Millionen Menschen, denen unsere Kultur fremd ist, die überwiegend von Sozialleistungen abhängen und die oftmals weder integrationswillig noch integrationsfähig sind, eine Obergrenze von minus 200.000 im Jahr. Das muss unsere Zielmarke sein und nichts anderes. Abschieben! 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 Der renommierte Staatsrechtler Udo Di Fabio, der hat gestern ein Gutachten veröffentlicht. Und in diesem Gutachten weist er nach, dass Merkel mit ihrer radikalen Grenzöffnung offenbar einen historisch zu nennenden Rechtsbruch begangen hat.
unter Angela Merkel, unserer in Anführungszeichen Bundeskanzlerin, die den Eid geschworen hat, diesem Volk zu dienen, seine Nutzen zu mehren und Schaden von ihm abzuwenden, ist diese Republik zu einer Bananenrepublik verkommen. Miloš Zeman, der Präsident der Tschechischen Republik, hat den alltäglichen Wahnsinn folgendermaßen beschrieben. Ich zitiere den tschechischen Präsidenten. Falls Sie in einem Land leben, in dem Sie für das Fischen ohne Angelschein bestraft werden, jedoch nicht für den illegalen Grenzübertritt ohne gültigen Reisepass, dann haben Sie das volle Recht zu sagen, dieses Land wird von Idioten regiert. Ja! Merkel hat den Verstand verloren. Sie muss in den politischen Ruhestand geschickt werden oder in der Zwangsjacke aus dem Bundeskanzleramt abgeführt werden. Der letzte Aufrechte in der CSU, Herr Gauweiler, der forderte vor ein paar Tagen den Austritt seiner CSU aus der Großen Koalition und Neuwahlen. Herr Ministerpräsident Horst Seehofer, ich appelliere hier und heute Abend aus Erfurt nochmal an Sie. Versuchen Sie doch, Ihren Funktionärsgeist zu überwinden. Bitte, Herr Seehofer, dienen Sie einmal, und wenn es das erste und letzte Mal ist in Ihrem Politikerdasein, Ihrem Land. Treten Sie aus der Großen Koalition aus und setzen Sie Neuwahlen im Bund durch. Sie können das! Ich will einen zweiten Appell in die Öffentlichkeit stellen. Und dieser Appell ist vielleicht genauso wichtig wie der erste Appell. Ich will angesichts der Notlage, angesichts der Staatskrise, in der sich unser Vaterland befindet, an die Bundespolizei appellieren. Liebe Polizisten, Sie sind Beamte, wie ich auch ein Beamter bin. Sie wissen, der Beamte ist verpflichtet, eine dienstliche Anordnung auf ihre Rechtmäßigkeit zu prüfen. Daraus entsteht das sogenannte Remonstrationsrecht. Auf dieses Recht der Zurückweisung bin ich bei meiner ersten Vereidigung von meinem damaligen Dienstvorgesetzten hingewiesen worden. Und ich denke, das sollte bei Ihnen auch passiert sein. Wer als Beamter eine rechtswidrige Anordnung aus- und durchführt, macht sich strafbar. Jawohl. Liebe Bundespolizei, es war zu allen Zeiten so. Die Großen lässt man laufen und die Kleinen hängt man. Es könnte eventuell sein, dass man sie vor Gericht stellt, während Angela Merkel die Flugreise nach Südamerika antritt. Deshalb bitte ich Sie, liebe Bundespolizei, folgen Sie dieser bösartigen Frau nicht länger! Liebe Erfurter, liebe Landsleute, man spricht von einem gescheiterten Staat,
wenn er drei Funktionen nicht mehr erfüllen kann. Erstens die Funktion der Rechtsstaatlichkeit. Bei täglich tausendfachen staatlich tolerierten Rechtsbruch an den Grenzen und 100.000 nicht registrierten Illegalen im Land können wir von Rechtsstaatlichkeit wahrlich nicht mehr reden. Zweitens die Sicherheit. Und nach der letzten Silvesternacht müssen wir auch diese in Frage stellen in unserem Land. Und drittens und letztens die Funktion der Wohlfahrt. Bei über 2 Billionen Euro Staatsschulden und gleichzeitig 12,3 Millionen Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Allein 2,8 Millionen Kinder in diesem Land sind armutsgefährdet. Das ist eine Schande, liebe Freunde. Wenn wir das zusammenfassen, kann unser Staat weder die Sicherheit noch die Rechtsstaatlichkeit noch die Wohlfahrt als Funktion umsetzen. Unser Staat steht in diesem Moment konkret vor seinem tatsächlichen Scheitern. Der frühere Justizminister von Sachsen, Steffen Heidmann, hat vor kurzem ein Zeichen gesetzt und die CDU verlassen. Den Brief, in dem er seinen Austritt begründete, schloss er mit folgendem Satz. Ich zitiere Steffen Heidmann. Ich habe mich noch nie, nicht einmal in der DDR, so fremd im eigenen Land gefühlt. Zitat Ende. Genau. Manchmal könnte man meinen, dass unser Land bewusst ins Chaos gestürzt wird, um eine neue autoritäre Ordnung aufzurichten. Denn eine Mehrheit unserer verunsicherten Landsleute ist mittlerweile bereit, eine Einschränkung von Freiheiten hinzunehmen, wenn dadurch ihre Sicherheit erhöht wird. Diesen verängstigten Landsleuten rufe ich hier und heute in Erfurt zu. Wir brauchen keine schärferen Gesetze. Wir brauchen nur die Anwendung der bestehenden Gesetze. Gegen mich ist in den letzten Wochen eine fast beispiellose Pressekampagne geführt worden. Sogar die New York Times beteiligte sich an dieser verbalen Prügelattacke. Ja, die New York Times. Unseren amerikanischen Freunden rufe ich jetzt mal über den großen Teich zu. Liebe New York Times, schaut lieber mal auf euer eigenes Land. Eure Multikulturalität ist total gescheitert. Eure Außenpolitik beunruhigt die Welt. Und euer Sendungsbewusstsein ist einfach nur noch nervig. Abigo hoch! Abigo hoch! Abigo hoch! Die Bild-Zeitung schreckte nicht davor zurück, die berufliche Existenz eines vierfachen Familienvaters vernichten zu wollen. Und auf die Spitze trieb es der Fokus der AfD Thüringen und meiner Person in der aktuellen Ausgabe 5 Seiten gequirlte SCH widmete. Wir fragen uns natürlich, was kommt jetzt noch?
Franz Josef Strauß, dem man ja auch sehr übel mitspielte, weil er den Mut hatte, manches auszusprechen, manche Unwahrheit wirklich auch zu benennen und auch den Mut hatte, der Presse die Stirn zu zeigen. Franz Josef Strauß, der hätte wohl gesagt, dass die betreffenden Schreiberlinge geistig, moralisch kastriert seien, liebe Freunde. Liebe Erfurter, liebe Landsleute, bieten wir der Lückenpresse vom Fokus bis zur Bildzeitung die Stirn. Und ganz wichtig, aber ich habe keine Sorge, lassen wir uns nicht auseinander dividieren. Ich verspreche euch, oder ich muss euch das nicht versprechen, ich bin es. Ich bin ein Langstreckenläufer. So schnell kriegt man mich nicht klein. Und ich weiß, euch kriegt man auch nicht klein. Gemeinsam werden wir zu einer großen Bewegung werden und wir werden den bösen Geist aus der deutschen Politik vertreiben, da bin ich mir sicher. Und wir kennen noch die alte Einsicht des großen friedlichen Revolutionärs Mahatma Gandhi, der sagte, zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du! Und in Deutschland abschaffern, von tiefrot bis schwarz, rufe ich hier abschließend in eurem Namen zu. Deutschland, Deutschland ist nicht verhandelbar. Wir werden unser Land nicht aus der Hand geben. Deutschland, liebe Freunde, ist unsere Heimat, unser Land und unsere Nation. Dankeschön. Wir kommen wieder! Wir kommen wieder! Wir kommen wieder!